So fingen die meisten Autos an. In ihrem Innern hatten sie eine Menge komischer Dinge, wie Frontmotoren, Kardanwellen, meterlange Auspuffrohre, Starrachsenblatt oder Schraubenfedern, Wasserkühler, Wasserschläuche, Wasserpumpen, Wasser. Und die meisten Wagen werden heute noch so gebaut. Dieser nicht. Dieser hat einen Heckmotor, direkt an den Antriebsrädern. Deshalb braucht er keine Kardanwelle. Der Heckmotor ist luftgekühlt. Deshalb braucht er statt Wasser nur gute, frische Luft. Die Räder sind einzeln aufgehängt und mit Drehstäben einzeln gefedert. Deshalb braucht er weder Platz noch Schraubenfedern. Er ging viel später an den Start. Deshalb liegt er so weit vorn.